Heiter und lustig, Machiavelli in Lichtgeschwindigkeit. Liebe Aufrufer, lieber Abonnent, lieber Benutzer, vielleicht täglich wird es interessant, möglicherweise. Ich habe heute Dienstag, den 15. Oktober 2013 und hier der Zeitung Vollzeitung für Deutschland, sozialistische Tralala. Neues Deutschland, möchte ich sagen, liebe Freunde, hier wendet euch mal dem Thema Solidarität zu und dann hier mein Querverweis, nämlich Niccolo Machiavelli, der kluge Politikberater in allen Politiksystemen, gern gelesen und heimlich beachtet. Ich aber hier heute mit dem Neuen Deutschland zum Thema die Lügen, die Schweine. Und zwar, die Frage ist nur, sind es dumme Schweine oder sind es böse Schweine? Die Mischung wäre auch nicht schlecht. Und zwar folgendes, hier ist unten links im Neuen Deutschland heute, die hier über Rentenhammer, der drastischen Alterssicherungssenkung, Vorsorge schützt vor Armut nicht, ja wie schön, Athens antimigrantischer Schutzwall, da geht es um die Entschuldung von Griechenland. Dann der Herausgeber von Chefredakteur, Chef von der Zeitschrift Titanic, Satiremagazin, hört nach 5 Jahren auf. Das ist hier extra gegeben. Und ich komme jetzt hier mit unten links und dann gleich das Schwein Oettinger. Für alle, die nicht begreifen, warum man die CDU nicht wählt. Man wählt sie nicht zum Beispiel, weil immer wieder solche Mittelkünstler wie Günther Oettinger, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, da rumfummeln, ohne dass sie wirklich kontrolliert werden, ohne dass ihnen mal jemand mit dem Hammer auf die Fingerspitzen haut. Und zwar einfach mal so zum Test, damit er weiß, was der Hammer ist. Gigantische Mengen an Müll produziert der Mensch. Es schwimmt so viel Plastik im Meer, dass man es aus dem Weltall sieht. Also, liebe Freunde, ich war 1991 in Argentinien, und zwar in ganz Argentinien sozusagen. In den Anden bis Chile, bis in die Schneespitzen von Lanín. Aber ich habe auch in Argentinien in riesigen Naturreservaten, die es gibt, naturgesperrte Naturschutzgebiete mit unglaublich schönen Seen, noch auf dem letzten See in der Tiefe Patagoniens und den Anden, auf dem Boden bei dem glasklaren Wasser Plastiktüten und Glasscherben gesehen. Und wenn man von den Anden Richtung Buenos Aires fährt, dann ist ungefähr bei Zapala, das ist eine Militärstadt, die ist noch nicht so alt, die liegt sozusagen da, wo die Ebene Argentiniens Richtung Atlantik beginnt, da riecht man schon Ölgestank, Dieselöl. Und wenn man Buenos Aires näher kommt, irgendwann kommt einem das Kotzen. So ist auch der Knalleffekt, wenn man aus dem Flugzeug steigt und kommt von Brasilien nach Buenos Aires. Es schlägt einem eine Brut von Ölgestank entgegen, entsteigt von dem Flugzeug. So, also hier ist der Bericht, gigantische Mengen Müll schon vom Weltall aus zu sehen. Aber hat der Mensch daraus gelernt? Nein. Er erfindet sogar neue Abfallarten. Was wird beispielsweise mit dem ganzen Zwitscher-Plapperquatsch? Wohin mit dem Wortmüll aus dem Netz? Den Milliarden digitalen Bildern, die eine Woche nach dem Urlaub niemand mehr sehen will. Abgesehen davon, dass bisher nicht untersucht ist, welche tiefen Schneisen der Verwüstung das Gelesene oder Gesehene bereits in das menschliche Gehirn geschlagen hat, hält sich das Problembewusstsein sehr in Grenzen. Jeder Zweite fotografiert sein Essen und ein Mann aus Schweden dokumentiert sein Leben mit einer am Körper befestigten Kamera, die alle paar Sekunden ein Bild schießt. Es wäre sinnvoll, alle Geräte mit Warnaufschriften zu versehen, die denen auf Zigarettenschachteln ähneln. Speichern ohne zu löschen kann krank machen. Ja, dieses alle Minuten ein Foto machen galt vor 20 Jahren noch als Kunst. Schüttel, schüttel, Kopf, Kopf. Ja, und dann habe ich also hier endlich den versprochenen Günther Oettinger. Neues Deutschland, 15. Oktober 2013, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, hier oben auf Seite 9, da kommt es jetzt. Oettinger, Schönte, EU, Sondersubventionsbericht.
Also Oettinger ist für ein Ressort in Brüssel bei der Kommission zuständig. EU-Kommissar Günther Oettinger hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, hier zitiert in dem Neuen Deutschland, also die sichern sich geradezu ab, hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Zahlen zur europaweiten Förderung von Atom- und Kohleenergie aus einem Subventionsbericht zur Energiepolitik streichen lassen. Wie die Zeitung am Montag unter Berufung auf einen Entwurf des Berichts schreibt, wurden erneuerbare Energien im Jahre 2011 in den 27 EU-Ländern mit 30 Milliarden Euro gefördert, nukleare Anlagen mit 35 Milliarden und fossile Kraftwerke mit 26 Milliarden Euro. Oettinger halte diese Zahlen über die Milliarden Subventionen für herkömmliche Energien offenbar für zu brisant, denn in einem der Zeitung ebenfalls vorliegenden geänderten Entwurf des Berichts, über den jetzt in der Kommission abgestimmt werden solle, seien die Zahlen ersatzlos gestrichen. Oettingers Sprecherin habe auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung erklärt, es habe nie gesicherte Zahlen gegeben. Interessant finde ich hier unter dem Lichte von Fukushima, dass wir in Europa immer noch die Kernenergie, die Vergiftung der Welt, die teuerste Kilowattstunde, die wir je hatten, höher subventionieren als die alternativen Energien, wo uns doch täglich erzählt wird, die Subvention bzw. diese Mindestpreisversprechen, die man gegenüber der Großprofit-Energiewirtschaft abgegeben hat, also die alternativen Energien seien das, was den Strompreis so teuer machen. Nein, der Dreck ist der Dreck. Die Dummheit ist die Dummheit. Und ich könnte jetzt mit Frau Kraft sagen, vielleicht sollte ich das auch noch zitieren. Naja, das mache ich nachher. So, Dankeschön für den Aufruf hier. Dienstag. Es ist wie Donnerstag, ne? Dienstag, 15. Oktober 2013 und Machiavelli immer an Bord. Danke für den Aufruf.